Der Nieder- und Mittelspannungsmonteur arbeitet praktisch in den kommunalen Stromnetzen an den Nieder- und Mittelspannungsanlagen und Kabeln. Das sind dann Kabel, die Spannung bis zu 30.000 Volt führen. Und dort arbeitet der Nieder- und Mittelspannungsmonteur praktisch zur Instandhaltung der Anlagen und Kabelauswechslung, Störungsbeseitigung. Bei der Arbeit, die wir hier machen, muss man hundertprozentig arbeiten. Da geht es um Maße, die man einhalten muss im Millimeterbereich. Man muss sehr sauber arbeiten. Wir dürfen keine Wassertropfen, keine Sandkörner mit einarbeiten in unsere Bauteile, die wir herstellen. Das ist eben auch die Herausforderung, trotz der Bedingungen, die wir draußen haben, sehr sauber zu arbeiten. Die Fähigkeiten, die man braucht, um bei uns in der Abteilung zu arbeiten, sind erstmal die persönlichen Fähigkeiten, dass man pünktlich ist, zuverlässig ist und gerne draußen arbeitet und eben sieht, wo die Arbeit ist. Wir haben 365 Tage im Jahr mit unserer Abteilung Bereitschaftsdienst für verschiedene Netzbetreiber. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist mal dran. Das ist sehr interessant, was wir da machen im Bereitschaftsdienst. Ist auch eine Abwechslung vom Alltag, das wird vernünftig bezahlt. Es ist überhaupt nicht schwer, jemanden zum Tauschen zu finden, weil es eben gut bezahlt wird. Wir sind sozusagen die Polfeuerwehr im Bereitschaftsdienst. Dann haben halt mal unter Umständen mehrere Ortschaften oder Straßen keinen Strom. Da ist dann auch Eile geboten. Man wird da schon wertgeschätzt, auch bei der Bevölkerung, wenn man denen dann innerhalb kürzerer Zeit hilft und dann die Versorgung wiederherstellt. Eine fertig ausgebildete Elektrofachkraft hat bei uns in der Abteilung einen relativ kurzen Weiterbildungsweg, weil da letztendlich nicht mehr die Grundlagen geschaffen werden müssen, sondern nur die Aufschulung zum Nieder- und Mittelspannungsmonteur. Das ist innerhalb kürzerer Zeit erledigt. Da ist nach einer Woche schon, die man dann vielleicht in der Abteilung mitläuft, viel an Wissen dann erworben und dann die Schulung hier am Campus noch und dann kann man schon selbstständig arbeiten. Es ist eigentlich völlig egal, aus welcher Ecke von Schleswig-Holstein oder Hamburg du kommst. Wir haben überall Arbeit für dich, heimatnah, sodass du morgens einen kurzen Weg zur Arbeit hast und abends einen kurzen Weg nach Hause.